Frankreich waren als Schüler, also die hatten auch sehr gut. Ja, stimmt. Maintenant, nous aurons trois filles. Morgane et Inès. Et on aimerait bien dire un très 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 grand merci à Inès qui remplace Amélie parce qu'Amélie est malade et elle ne peut pas venir aujourd'hui. Ja, Mädchen, die wie Feen über das Parkett schweben, dazu melodische Klavierklänge oder in anderen Worten Una Martina. Außerdem gilt es, eine der Feen besonders hervorzuheben, Inès, die heute kurzfristig die erkrankte Tänzerin ersetzt hat. Die braucht also im Besonderen eure Anfeuerung, deswegen jetzt einen tosenden Applaus für Inès und Morgan. Thank you.
La manière dans laquelle Zalmé a joué, je trouve pas de mots. Et Inès et Morgane, elles ont vraiment dansé comme des fées. C'était génial. Merci à vous. Donc maintenant, il y aura un sketch de quelques élèves de la section S. Donc, je dois vous avertir, au niveau de l'humour, pas à contre trop. Ja, also die nächste Nummer wird von Schülern des S-Zweigs vorgetragen. Also vielleicht beim Humor ein bisschen Abstriche machen, was die Erwartungen angeht. Wie dem auch sei, wir räumen die Bühne für Dinner for Teachers. Guten Abend, Miss Sophie. Guten Abend, James. Sie sehen heute Abend wieder wundervoll aus. Sagen Sie doch hervorragend wieder aus hier. Nach Anwesen. Selbstverständlich, Miss Sophie, Sie warten auf Sie. Herr Pfleger. Herr Fischer. Herr Fischer sitzt hier. Und mein werter Freund Monsieur Giroux. Vielen Dank, James. Darf ich zunächst einmal etwas Champagner sein? Das wäre für Sie, Herr Leffel hier. Fachräum wird nicht getrunken. Oh, entschuldige, Miss Sophie. Ich weiß, der ganze Schulstress und so. Zum Wohle, Herr Fischer. Ein Toast auf Kiel, die schönste Stadt der Welt. Oui, mais non. Oui, dans la Muttersprache, il faut plutôt dire Prost. Ha ha ha.
Abend, die Herrschaften. Ich bin wirklich nervig für die Entschuldigung. Also, hier sind meine Kinder, der ganze Stress, der Schulstress. Die Schuhe. Excusez-moi, mais. Ne vous inquiétez pas, j'irai me voir à la fin des cours. Immer dieselben Aufwände. Sie müssen nur wissen, Miss Sophie glaubt, Sie wären schon da. Ja, weil Sie wissen, Sie Ihre Gewohnheiten und so. Das darf man sich ja nicht stören. So. Das, wenn wir die ganze Leute da hinsetzen. Wohl einen Fehler eingestehen. War jetzt doch nicht so schlecht. Auch wir sind leider nicht unfehlbar. Also war doch sehr lustig. Wo ich allerdings sagen muss, was ich jetzt nicht so verstanden habe, vorhin SMP, kein Alkohol, das sah mir jetzt doch anders aus. Naja, gut. Normalerweise sind es ja auch eher die L-Schüler, die den Sport abkriegen. Manche sagen zu Recht, manche nicht. Ich finde jedoch, dass man diesen Sport auf jeden Fall auch auf die Lehrer ausweiten sollte. Ja? Die Lehrer und ihre Marotten. Der nächste Sketch hat eine Besonderheit, er enthält nämlich nur real passiertes Sehen. Das ist ganz wichtig, das dazu zu sagen. Jede Ähnlichkeit. Généralement, on se moque des élèves de la section L. À juste titre, bien sûr. Pourtant, on oublie souvent que ça concerne aussi les profs. Nous accueillons alors chaleureusement la classe L2 avec le sketch des ikonischen Lehrer der L2. Tourne en blanc, bitte. Oh, yeah.
Tom! Tom, Tom? Tom! Mahlzeit! Bernice! Ja. Super! Dann können wir direkt anfangen! Finn! Hast du gestern Abend auch das letzte Spiel angeschaut? Leider verloren, aber ich denke, es kommt wieder besser. Frage, wir kommen hier. Na gut, ich meine, der SC ist ja schon ziemlich auf dem absteigenden Ast gerade. Guten Morgen! Guten Morgen! Ja, was soll das kommen, Leute? Also denkt mal morgen, wir treffen in der Zeit Pause. Also, morgen krank. Du siehst so motiviert aus. Wir haben gerade eine krasse Überleitung zu unserer romantischen Abi-Lektüre gemacht. Marmorbild, hast du die Hausaufgaben? Nee, sorry. Ja, Noe, ja? Abitur, jetzt halt mal langsam so ein bisschen in die Pötte kommen. Ah, halt. Ich kann halt unter Druck arbeiten. Ja, dann denk dir dein Zeugnis über das Bett, Noe. Bernice, kannst du mir ein bisschen was über die Bianca erzählen? Einzig weiblichen Charakter im Marmorbild. Halt. Ja, Bianca ist die einzige Frau im Marmorbild. Und deswegen kann man halt sagen, dass sie nicht so die gute Rolle hat. Rumi! Ja, also Bianca hat ja einen sehr starken Charakter, würde ich sagen. Nee. Halt. Nee. Ich meine, ich weiß nicht, ne? Aber halt, die Bianca, das ist doch eine total unemanzipierte Frau. Ja? Die ist so abhängig, ja? Das ist wirklich Emanzipation generell, ja? Heutzutage. Ey, das könnt ihr doch total vergessen. Das ist doch völlig schief gelaufen. Halt. Ja. Doch. Halt. Ich meine, schon, oder? Hat da irgendjemand eine andere Meinung? Ist auch egal. Vielleicht fängt es an. Noe, wo gehst du denn eigentlich hin? Ich muss mir einen Kaffee kaufen. Kannst du mir auch noch einen frischen Kaffee mitbringen? Vous avez sûrement tous fait vos devoirs. Allez, quelqu'un là Oui, Noé. Donc la réponse est x égale 3. Noé, c'est vachement super. Franchement, youpi. Tu joues plus. Tu joues plus en maths. Toi non plus, toi non plus, et toi non plus. Donc quelqu'un d'autre peut-être ?
maintenant. Allez, faites numéro... merci de faire numéro 24. Halt alle mal die Schnauze! Noé, c'est gentil, mais schnauze toi-même! Mais non, tu sors! Non, non! Là, franchement, j'en peux plus avec cette classe! Je n'en peux plus! Comment est-ce que vous comptez réussir votre bac avec un mode de travail comme celui-ci? Franchement, non. Non. Mais vous savez quoi, Terminal L2, de toutes les façons, vous n'allez jamais réussir votre bac. Terminal L2. Also ich bin, Entschuldigung für meine Verspätung, ich bin jetzt zu spät hier. Ich bin nicht gut, ich konnte nicht in die Bahn einsteigen, es war einfach zu voll. Aber ich hoffe dafür, dass wir jetzt besser in die Philosophie einsteigen können. Ne? Also, ich hatte euch ja gebeten, im gelben Buch das vierte Kapitel zu lesen. Wer hat das von euch gemacht? Ja Leute, es geht ums Abitur. Wer hat das Buch überhaupt dabei? Nur? Okay. Okay, wer hat das blaue Buch dabei? Okay, eins. Und das Philo-Buch, das große, habt ihr bestimmt dabei, oder? Leute, es geht ums Abitur. Ihr müsst euch mal anstrengen. Kommen wir mal lieber auf letzte Stunde zurück. Kann mir einer sagen, was... ob jeder Mensch eine Person ist. Da haben wir doch letzte Stunde so viel drüber geredet. Kann mir das irgendjemand sagen von euch? Zum Beispiel du hier, Finn. Also erstmal ist ja jeder von uns ein Mensch. Und eine Frage, ob dann jemand eine Person ist, muss man ja ein bisschen die Aktualität einbeziehen, ob man wirklich gerade nachdenken kann und so weiter. Aber ich habe es noch nicht ganz, kann ich vielleicht nochmal ein Beispiel irgendwie jetzt erläutern. Also wenn du mich jetzt genau fragst, dann kann ich ja ein perfektes Beispiel nennen. Zum Beispiel wenn du wieder Donnerstagabend im Bermuda-Dreieck bist und ein bisschen was getrunken hast, dann müssen wir uns fragen, bist du noch eine Person oder bist du ein Mensch? Das ist die Frage. Sonst, ich sehe schon, die Stunde ist bald fertig. Ich würde euch noch ganz kurz bitten, noch hier im blauen Buch Seite 8 bis 210 zu lesen, um das zusammenzufassen. Aber vergiss die Dissertation nicht bis nächsten Donnerstag. Vergesst es nicht. Thema ist die Seele abhängig vom Körper oder nicht, okay? Vergesst es nicht, stellt bitte die Stühle hoch, vergesst es nicht und sonst euch noch einen schönen Donnerstag. Sie hören gar nicht zu. Also,
Ich weiß ja nicht, wie du das machst, aber... Okay. Hallo, ich habe jetzt heute die Juliette Nicolas dabei. Meine Frau musste zu ihrer Familie nach Frankreich. Hochzeit, ja. Genau. Hey, hallo. Also hier vorne alles Loser. Ich werde jetzt mal Fotografie machen, okay?